Hallo, in dieses Video werden wir ein wichtiges Thema in Access behandeln, nämlich das Thema von Indizierung. Erstens, was heißt Indizierung? Ein Index kann man für gewisse Felder erstellen, die man, nachdem man häufig sucht oder sortiert. Das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir an als Beispiel, wenn ich jetzt das Feld Hersteller indiziere, erstellt Access im Hintergrund, das sieht man gar nicht, erstellt Access im Hintergrund eine Art Stichwortverzeichnis, nachdem Access die Inhalte dieses Feld schneller suchen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier als Beispiel nehme, hier habe ich jetzt ein Beispiel Stichwortverzeichnis für ein Buch, und hier sieht man gewisse Wörter wie Äpfel oder Beeren und so weiter, und hier kann ich nach gewissen Wörtern viel schneller suchen. Ja? Also zum Beispiel, wenn mich Salate interessieren, dann weiß ich genau, okay, ich kann in Seite 2, 3 oder 26 und so weiter suchen. Es ist viel einfacher, im Stichwortverzeichnis nach gewissen Wörtern zu suchen, als wenn ich durch das Buch von Anfang bis Ende durchwälze. Und genauso ist es für Access. Es ist viel einfacher für Access, durch einen Index zu suchen, weil dann weiß es genau die Position von jedem Eintrag, als wenn es durch ein Feld von oben bis unten durchsucht. Und das ist der Sinn von Index. Ja, das heißt, wenn jemand, ich suche jetzt oder ich mache dieses Feld als Index, dann weiß genau Access durch den Index, dass das Wort Trend erscheint im dritten Datensatz und im vierten. Ja? Und dann wieder in diesem Datensatz und in diesem Datensatz. Okay? Während, wenn ich das nicht indiziere, dann muss Access durch das ganze Feld durchrollen, bis es dann diese Wörter findet. Ja? Also der Index, mit dem Index erstellt Access eine Position, wenn man will, oder die Position für jeden Eintrag in dieses Feld. Okay? Das ist der Sinn von Index. Jetzt, und welche Felder tut man indizieren? Im Grunde genommen indiziert man die Felder, nachdem man oft sucht oder oft sortiert. Und die zweite Regel, die man bemerken muss bei Indizierung, ist, dass die Felder, die man indiziert, müssen Inhalte haben, die sich oft, sagen wir mal so, oft unterschiedliche Inhalte. Das heißt hier zum Beispiel das Feld Hersteller, in dem Fall lohnt sich eine Indizierung nicht, weil eigentlich sind es nur zwei Hersteller. Ja? Oder eine Feldanrede zum Beispiel, auch Herr, Frau, da lohnt sich eine Indizierung nicht. Wo sich zum Beispiel eine Indizierung lohnt, ist zum Beispiel vielleicht hier bei den Varianten, weil da tauchen unterschiedliche Namen auf. Wenn wir jetzt auch eine größere Datenmenge hätten, wären die Varianten auch viel mehr. Da lohnt sich eine Indizierung, weil die Inhalte sind dann immer unterschiedlich. Und vielleicht sucht man auch oder sortiert man oft nach diesen Varianten. Dann lohnt sich auf jeden Fall eine Indizierung. Bei Kundennummern lohnt sich auch eine Indizierung, weil die sind immer unterschiedlich. Und nach denen sortiert man oft und nach denen sucht man oft. Oder eine Artikelnummer auch wieder. Weil es ist so, man könnte theoretisch für jedes Feld einen Index erstellen. Aber dann wird die Datenbank auch zu fett, weil die Indizierung kostet ja auch Speicherplatz. Ja, also das heißt, es ist Blödsinn, jedes Feld zu indizieren. Weil man hat dann somit eine Datenbank, die viel Speicherplatz aufnimmt und unnötigerweise viel Speicherplatz. Deswegen indiziert man hauptsächlich Felder, nachdem man oft sucht oder oft sortiert, und Felder, dessen Inhalte immer unterschiedlich sind. Ja, jetzt, wie tue ich indizieren? Das ist ganz einfach. Man geht hier in der Entwurfansicht. Man kann nach einem Feld indizieren. Nehmen wir an, ich will jetzt nach Varianten indizieren. Und da klicke ich bei Varianten und hier hat man indiziert. Jetzt zurzeit steht Nein. Und wenn ich hier gehe, dann kann ich entweder Ja, Duplikate möglich. Was heißt das? Das heißt, in dem Fall kann derselbe Eintrag in mehreren Datensätzen auftauchen. Ja? Zum Beispiel jetzt, wenn man bei uns geht, ich gehe mal zurück zur Datenansicht. Man sieht zum Beispiel, das Wort Ambiente taucht mehrmals auf. Das Wort Titanium auch oder Trend und so weiter. Ja, das heißt, in meinem Fall hier kann ich nicht sagen Ja ohne Duplikate. Ich muss ja sagen Ja mit Duplikate, weil die Einträge tauchen mehrmals auf. Okay? Gehen wir zurück zum Entwurf. Das heißt hier bei Varianten, wenn ich sage indiziert, habe ich eigentlich nur die Möglichkeit Ja, Duplikate möglich. Weil
Das andere ohne Duplikat, die kann ich gar nicht machen, weil in dem Fall sind die Einträge, die Varianten tauchen mehrmals auf. Okay? Das mal, und dann so, so und da, somit ist jetzt ein Index erstellt. Man kann auch einen Index über mehrere Felder erstellen. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich will über diese drei Felder Stadtpreis, Türen und MinKW will ich einen Index erstellen. Was man macht in dem Fall, ist egal wo man markiert, man geht hier einfach hier hoch in Indexes oder Indices und hier hat man schon unser erster Index, den haben wir erstellt. Wir erstellen jetzt einen zweiten Index, der über die Felder Stadtpreis, Türen und MinKW geht. Und in dem Fall kann man einen Namen nehmen, entweder nimmt man einen Namen von irgendeinem dieser Felder oder man nimmt einen Namen, irgendeinen anderen Namen, zum Beispiel ABC. Ja? So, und hier wähle ich das erste Feld. Das erste Feld ist Startpreis. Ja, und hier die Sortierreihenfolge kann man auch entscheiden, aufsteigen, absteigen. Ja, wir lassen das jetzt alles auf Aufsteigen. Dann Türen und dann MinKW. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, Türen will ich absteigend und der Preis auch. Und die MinKW lasse ich aufsteigen. Okay? So, die drei gehören zum Index ABC. Ja? Und hier bei dem Index ABC kann ich auch dann wählen, eindeutig, ja, nein, Nullwerte ignorieren. Okay, so ob die manchmal oft Nullwerte heißt. Nullwerte heißt nicht, wenn eine Null im Feld steht, sondern Nullwerte heißt, wenn nichts im Feld steht. Das ist ein Unterschied, muss man merken. Eine Null heißt, eine Null ist eine Null, ist eine Zahl, ist es eine Null einfach. Und Nullwert heißt, es ist gar nichts drin. Leer, das Feld ist komplett leer. Das sind Nullwerte. Okay? So, da hat man hier die Möglichkeit. Primärschlüssel erkläre ich gleich, was das heißt. So, und da hat man jetzt hier also einen Index über ein Feld, einen Index über mehrere Felder. Okay? Das ist das Thema Indizierung. Jetzt komme ich zu einem wesentlich wichtigeres Thema. Und zwar für jede Tabelle, die man erzeugt in Access, ist es empfehlenswert, dass man ein Feld hat, in dem man jeden Datensatz eindeutig zeigen kann. Was heißt das? Das heißt, jetzt in unserer Tabelle hier, die Tabellen, die wir bisher erstellt haben, sind eigentlich ganz schlechte Tabellen. Ich tue mal erstmal speichern. In jede Tabelle, die wir bisher erstellt haben, sind das ganz schlecht. Weil es gibt hier kein Feld, in dem ich die Datensätze eindeutig machen kann. Ja, also zum Beispiel nach Hersteller, wenn ich jetzt hier gucke, diese Tabelle hier, kann ich jeden Datensatz nach dem Hersteller eindeutig machen? Eigentlich nicht, weil die Hersteller tauchen mehrmals auf, genauso bei den Modellen, Varianten, Startpreise könnten oft identisch sein, Türen und mit KW. Und das ist jetzt ein schlecht hier. Deswegen ist immer empfehlenswert, dass man ein Feld hat, wo man jeden Datensatz eindeutig machen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Kunden hätte, mit der Kundennummer, bam, werden die eindeutig. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Autocode hätte, wo jedes Auto oder jeder Datensatz eindeutig wäre, wäre das super. Ja, und deswegen ist es immer empfehlenswert, dass man mit jeder Tabelle ein Feld hat, ein Feld nur, in dem jeder Datensatz eindeutig ist. Und das wäre zum Beispiel eine Kundennummer, eine Autonummer, eine Artikelnummer, was weiß ich, eine Adressnummer etc. Ja? Und das können wir hier locker machen. Man geht hier und das wollen wir jetzt machen. Ich will es als erstes Feld haben. Also klicke ich hier bei Hersteller, markiere Hersteller und füge eine neue Zeile ein und nenne hier die Autocode. Ja, Autocode. Und die will ich jetzt eindeutig machen. Ich kann jetzt entweder mit Text, gebe ich eine Artikelnummer an, manuell, oder ich kann auch von Access aus eine Eigenschaft benutzen, das ist der Autowert. Ein Autowert ist ein automatischer Zähler. Eigentlich hieß das früher, eine ältere Version von Access hieß dieses hieß nicht Autowert, sondern hieß Zähler. Und Zähler ist jedes Mal, wenn man einen neuen Datensatz erstellt, zählt das eine Ziffer auf. Okay? Und jetzt, wenn wir jetzt rüber schauen, ja, speichern, dann sieht man, jetzt ist jeder Datensatz eindeutig, indem ich nach dem Autocode, ja, der Autocode sichert, dass jedes Feld eindeutig ist. Und das ist gar nicht schlecht für spätere Arbeit, wenn wir mit Beziehungen und so arbeiten, braucht man ein Feld, das die Datensätze eindeutig macht. Ja? Und dann, wenn man so ein Feld hat, wäre es sinnvoll, dass man die Tabelle
nach diesem Feld indiziert. Ja? Dann braucht man die anderen Indexe gar nicht. Dann indiziert man nach diesem Feld und man macht es eindeutig, ein eindeutiger Index. Ja? Und deswegen nehmen wir das als Regel, als neue Regel, wenn wir Tabellen erstellen. Erstellen wir als erstes ein Feld, in dem man die Datensätze eindeutig macht. Und in diesem Feld tut man, nach diesem Feld tut man indizieren und ohne Duplikate. Ja? Das wäre quasi unser... man kann natürlich weitere Felder indizieren, wenn der Bedarf da ist. Aber dieses Feld, wo die Datensätze einmalig sind, machen wir Indizierung ja, ohne Duplikate. Und das wäre unser erster Index, unser Hauptindex. Ja? Und was man diesen Hauptindex nennt man quasi Primärschlüssel. Ja? Also das heißt, ich will dieses Feld, das soll mein Hauptindex sein, dann klicke ich das und klicke hier auf Primärschlüssel. Das heißt, wenn man schaut, sobald ich auf Primärschlüssel, ich mache es mal nochmal rückgängig, jetzt wenn man schaut in dem Feld, hier steht jetzt indiziert, hat es jetzt automatisch erstmal Access gemacht, auf indiziert ja ohne Duplikate, ich könnte zum Beispiel auch auf ohne Index oder ich kann auf ja ohne Duplikate gehen, aber wenn ich jetzt auf Primärschlüssel gehe, merkt man uns die Indizierung, jetzt steht sie auf Nein zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Primärschlüssel gehe, dann steht automatisch Ja ohne Duplikate. Das heißt, Primärschlüssel ist quasi nichts anderes als mein Hauptindex für diese Tabelle. Ja, die anderen Indizes bleiben immer noch, aber der Primary Key ist dann mein Hauptindex. Ja, also Varianten bleibt immer noch, das sind alles Sekundärindexe, also das ist mein Sekundärindex, dieser Sekundärindex geht über mehrere Felder und der Primary Key, das ist mein Hauptindex. Und ein Primary Key oder ein Primärschlüssel ist quasi erlaubt nie Duplikate. Ja? Also der indiziert das Feld ohne Duplikate. Und deswegen habe ich gesagt, ist immer empfehlenswert, dass man in jeder Tabelle, die man erzeugt, in Access, dass man ein Feld hat, wo man die Datensätze eindeutig machen kann, eine Art Artikelnummer oder Kundennummer, und dieses Feld mit dem Primärschlüssel versehen. Das heißt, somit ist dieses Feld indiziert, ohne Duplikate, und das ist dann der Hauptindex. Man kann natürlich dann weitere Indexe für die anderen Felder erstellen, wenn Bedarf da ist. Ja? Weil hier zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder zu meinen Indexe gehe, habe ich eigentlich keinen Bedarf für die Varianten. Ja? Dann kann ich den eigentlich löschen. Ich klicke an und gehe auf Entfernen und somit ist er weg. Okay? So, bei den Stadtpreis und Türen, vielleicht die Türen nicht, vielleicht mache ich die Türen auch weg, dann ist ABC eigentlich nur Stadtpreis min KW, okay? So wäre das besser, weil, wie gesagt, also je mehr Indexe man erstellt, desto mehr Speicherplatz kostet. Weil die Indexe müssen ja jedes Mal aktualisiert werden, wenn man neue Daten erfasst auch, ne? Das muss man auch bemerken. Und daher Indexe immer aufs Minimum halten. Ja, und so hat man jetzt zwei Index, einmal der Primary Key und einmal diesen ABC Key, der Stadtpreis und Min KW halt. Ja, und in Englisch heißen die Keys, also Primary Key ist der Hauptindex und die anderen sind Secondary Keys oder Sekundärindexe, die dann die Tabellen erzeugen. Und das ist das Thema Indexe, weil in den nächsten Videos werden wir dann die Indexe benutzen, um Beziehungen zwischen unterschiedlichen Tabellen zu erzeugen.